Moin zusammen, heute stelle ich euch günstige, aber dennoch geile Luxusautos vor. Der erste ist der Audi A8 D3 als Facelift. Gebaut wurde der D3 von 2002 bis Ende 2009. Dieses Auto ist legendär auf vielen Ebenen. Ihr habt hier die absolute Luxusklasse von Audi, die in den meisten Fällen von Politikern und hohen Beamten gefahren wird. Aber auch von vielen Audi-Enthusiasten wird diese hohe Verarbeitungsqualität geschätzt. Mensch, der Wagen hat es selbst in die Transporterreihe mit Jason Statham geschafft. Zu empfehlen sind alle diese. Der 3,0 hat zwar deutlich mit dem Leergewicht zu kämpfen, was sich auch im Verbrauch widerspiegelt, dennoch sind Durchschnittsverbräuche von 8 bis 9 Liter möglich. Sehr zu empfehlen ist der 4,2 Liter V8 Diesel mit 326 PS. Dieser hat genügend Drehmoment für die 2 Tonnen und verbraucht maximal im Durchschnitt ungefähr 1 Liter mehr als der 3 Liter 6-Zylinder. Er hat 326 PS, 650 Newtonmeter und beschleunigt mit dem Quattro-Antrieb in 5,9 Sekunden von 0 auf 100. Schluss ist erst bei begrenzten 250 km/h. Mit einer guten Softwareoptimierung ist noch weitaus mehr drin. Und wirklich schaden tut es diesem Kraftpaket nicht. Die Kfz-Steuer liegt allerdings bei 657 Euro. Und in der Regel ist das Auto sehr robust und hält sehr viele Kilometer aus. Aber Vorsicht bei dem Multitronic-Getriebe. Diese haben oft Schäden und dann wird es teuer. Auch die Ersatz- oder Verschleißteile sind sehr teuer, sodass ihr beim Kauf darauf achten solltet, dass die Bremsen und andere Verschleißteile frisch getauscht worden sind. Ansonsten kann ein so gutes Angebot am Ende dann doch ziemlich teuer werden. Er verbraucht auch gerne mal den einen oder anderen Bremssattel, aber diese kann man oft in Bosch-Werkstätten wieder instand setzen lassen. Der Grundpreis für den 4,2 Liter V8 Diesel in der Kurzversion lag damals bei ca. 89.000 Euro und heute bekommt ihr brauchbare Modelle schon für unter 10.000 Euro. Freunde, wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und lasst gerne ein kostenloses Abo da. Dankeschön! Für wen der Audi zu sehr auf dicke Hose macht, der kann auch auf den Volkswagen Phaeton zurückgreifen. Der Phaeton basiert auf den Audi, ist jedoch die günstigere Variante. Gebaut wurde der VW-Kracher von 2002 bis 2016, ohne dabei wirklich sein Äußeres großartig zu ändern. Man kann es eher so mit zweimal Facelift vergleichen, also nicht mit zwei neuen Modellen. Der Phaeton hat eine ähnliche Motorenpalette wie der A8. Jedoch gab es im ersten Modell einen wahnsinnigen 5,0 Liter V10 Diesel mit 313 PS und 750 Newtonmeter Drehmoment. Er beschleunigt damit in 6,9 Sekunden von 0 auf 100 und soll im Schnitt nur 11 bis 12 Liter Dieselverbrauch. Die Kfz-Steuer allerdings liegt bei 863 Euro, also umgerechnet würde man jeden Monat alleine mehr als 70 Euro nur für die Kfz-Steuer zahlen. Ich bin vor einigen Jahren mal einen gefahren und die Kiste macht einem vom Drehmoment her echt Bauchschmerzen. Es ist ein echt krasses Gefühl, wenn der Turbo aus dem Turboloch kommt und das Drehmoment auf alle vier Räder knallt. Da das Fahrgefühl immer subjektiv ist, kann ich euch nur empfehlen, den Motor mal auszuprobieren. Ihr werdet sehr beeindruckt sein und ich bin es heutzutage immer noch. Der V10 TDI hat durch seine hohen Abgaswerte nur die Euro 3 Norm, also gelbe Plakette, geschafft. Was unter anderem auch dazu geführt hat, dass VW den Motor nach nur 3 Jahren und 4 Monaten wieder aus dem Programm genommen hat. Das Leergewicht liegt mit dem V10 TDI übrigens bei ungefähr 2,5 Tonnen, also nur mal so am Rande. Im Allgemeinen ist das erste Modell des Phaetons nicht zu empfehlen. In der ersten Generation, gebaut bis Mai 2007, hat der Wagen massiv Probleme mit der Elektronik. Durch Gewichtseinsparungen hat VW damals beispielsweise alle Kabelquerschnitte zu klein dimensioniert, was zu Kabelbrüchen an den unmöglichsten Stellen geführt hat, also typische Disco und Tacho. Das Getriebe und die Achsaufhängung bzw. das Luftfahrwerk sind auch deutlich mit Defekten aufgefallen. Rost an den Zielleisten und am Unterboden sind keine Seltenheit. Besser wurde es mit dem Facelift ab Mitte 2007. Hier ist wie beim A8 der 4,2 Liter V8 Benziner mit 335 PS und der 3,0 Liter V6 TDI zu empfehlen. Wobei der 3,0 Liter V6 TDI gut mit dem Fahrzeuggewicht zu kämpfen hat. Dafür aber deutlich weniger verbraucht als der dicke V8 Benziner. Viele haben sich daher für eine Lösung mit LPG entschieden. Aber eine gute Software in Verbindung mit einer Getriebespülung und ihr habt auch mit dem V6 TDI ein gutes und bequemes Kraftpaket. Inzwischen bekommt ihr gute Modelle für so 7.000 bis 8.000 Euro in gutem Zustand und annehmbaren Kilometerstand. Achtet besonders bei diesem Modell auf ein geführtes Steckheft, da der Phaeton selten fehlerfrei ist und ihr mit einem teureren Einkauf dennoch günstiger bekommen könnt. Mercedes S-Klasse W221. Gebaut wurde dieser Luxusliner von 2005 bis 2013. Was Luxus angeht, ist es nach dem Maybach die absolute Speerspitze von Mercedes. Er bietet eine Reihe gute, aber auch schlechte Motoren an und hat sogar einen Vierzylinder im Angebot. Während wirklich alle Diesel zu empfehlen sind, ist es bei den Benzinern leider nicht der Fall. Die V6 Benziner mit dem M272 Motor und die V8 mit dem M273 Motor haben Probleme mit der Abnutzung eines Zahnrades der Steuerkette. Meistens fällt es erst bei leuchtender
Motorkontrolle echt auf, dass es hier ein Problem gibt. Und dann ist es aber auch leider schon zu spät. Der Motor muss raus und in Stand gesetzt werden. Kosten bei Mercedes ungefähr 4.700 Euro. Aber ab September 2006 hat Mercedes ein Kettenrad aus konventionellem Stahl gefertigt, womit das Problem nicht mehr auftritt. Das Fahrwerk ist im Gegenzug zum Vorgänger W220 etwas weniger problembelastet. Aber auch hier müsst ihr auf einen regelmäßigen Ölwechsel des Fahrwerks achten. Ansonsten könnt ihr euch bei diesem Modell auch gerne mal die Steuergeräte um die Ohren fliegen. Und wie jeder weiß, gibt es günstigere Ersatzteile als Steuergeräte in jeglicher Form. Sehr zu empfehlen sind folgende zwei Motoren. Der 500er nach September 2006 und der 320 CDI. Der CDI beschleunigt mit seinen 235 PS 540 Newtonmeter in 7,5 Sekunden von 0 auf 100 und hat eine Vormax von 250 km/h. Er soll dabei nur 8,3 Liter im Schnitt verbrauchen. Der 500er hat mit seinem 5,5 Liter Hubraum, 388 PS und 530 Newtonmeter einen richtigen Dampfhammer und beschleunigt seine knapp 1940 Kilo in 5,4 Sekunden von 0 auf 100. Im Schnitt gönnt er sich nur 11,4 Liter dabei. Der 500er ist übrigens gedrosselt, was ihn ziemlich besonders macht. Denn nicht wie bei den normalen Benzinern bringt hier eine Software-Optimierung gerne mal 50 PS mehr. Für so 8.000 bis 9.000 Euro bekommt ihr hier einen guten Diesel. Der 500er liegt allerdings bei 2.000 bis 3.000 Euro mehr. Danke, tschüss.